Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ihr könnt schon an meinen Scheiben erkennen. Es ist ein wunderschöner, neblig-diesiger Tag. Aber vielleicht wird es ja sonnig. Wer weiß, das kann ja noch umschlagen. Im Moment ist aber wirklich eklig. Es ist leicht neblig und ein bisschen Sprühregen, also richtig ätzend. Meine Haare, Katastrophe heute. Ich habe sie aber einfach gestern wuschelig, wie sie waren, nass halt genommen, in der Haube gesteckt und habe die aufgelassen. Also ganz schlimm. Aber dann sind sie so schön locker fluffig. Das heißt, ich kann die nachher schön ein bisschen glätten. Ja. Es war nicht geplant, dass ich heute unterwegs bin. Mein Mann hat ja Homeoffice wegen seinem Zahnarzttermin. Und jetzt ist es so, dass Hanna ja gestern Besuch hatte, war auch alles toll. Und dann abends ganz plötzlich wie geschnipst. Das war nicht geschnipst. Ja. Wie geschnipst. War sie nicht mehr auf der Höhe. Sie ist dann selber zur Couch, hat sich hingelegt und zugedeckt. Und zwar nicht spielerisch, sondern so richtig zum Schauen. Einfach so hingelegt, hat geguckt und gelegen und zugedeckt. Da habe ich schon gedacht, oh, weil das macht sie ja eigentlich nicht. Ja, sie hatte leicht erhöhte Temperatur dann ganz plötzlich, 37,5 oder so, also nicht stark. Und die Decke war ja auch sehr warm, aber wir haben sie dann nochmal aufgedeckt später, nochmal geguckt. Also es war minimal erhöht und Schnupfen. Nicht sehr schlimm, aber sie hatte es wieder. Also irgendwas war gestern Abend. Ich weiß nicht was. Dann hat sie gesagt, sie hat Bauchschmerzen. Ich weiß aber nicht, ob sie die wirklich hatte oder ob sie das nur gesagt hat, weil ich gesagt habe, das Kalte darfst du nicht trinken, dann kriegst du wieder Bauchschmerzen. Also das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, wir haben sie dann jetzt natürlich zu Hause gelassen. Es geht ihr heute Morgen eigentlich gut. Sie ist fit, leicht Nase, mehr aber nicht. Aber ja. Erstens, wir sind ja zu Oma am Wochenende, das möchte sie ja. Wir wollen natürlich ins Kino, aber gut, das wäre jetzt kein Maßstab, also daran machen wir es nicht fest. Aber sie möchte ja auch zu Oma. Und wenn ich sie jetzt in den Kindergarten bringen würde, auch wenn sie jetzt kindergartenfit ist, wer weiß, wie es ihr danach ginge. Weil Kindergarten ist ja nun mal, sagt man für Kinder, wie für uns ein Arbeitstag, auch wenn es Spaß macht, aber anstrengend. Und am Ende wird es dann den Körper wieder mehr schwächen, ihren Kreislauf. Und ach nee, das muss nicht sein. Also deswegen, sie bleibt zu Hause. Und mein Mann hat gestern Abend ganz, ganz viel am Rechner noch gesessen und vorgearbeitet, sodass er heute wirklich nicht so viel zu tun hat, außer bereit zu sein, in Bereitschaft quasi zu sein. Alles andere hat er gestern Abend noch viel gemacht und vorbereitet. Ein bisschen was zwar schon, aber nicht so viel. Und den Rest macht er dann wieder heute Abend. Zwischendurch muss er eh zum Zahnarzt und den Rest der Zeit bin ich ja da und ich bin jetzt eben unterwegs, ihre Sachen vom Kindergarten zu holen, ihre Traumstundentasche mit den Schlafsachen und ihr Kuscheltier hat sie nämlich vergessen. Ich habe ihr versprochen, ich hole es gleich morgen früh ab. Und dann fahre ich ganz schnell einkaufen. Wir haben zwar genug da, aber Hanna isst momentan ganz gut Reis mit Tomatensuppe und da hole ich jetzt schnell frische Tomaten, nochmal Reis, ein paar Kartoffeln vielleicht auch für morgen, weil ich nicht weiß, ob sie morgen vor oder nach dem Mittag zu Oma geht. Ja. Das war's. Also viel mehr will ich gar nicht holen, aber dass ich halt eine frische Tomatensuppe für sie machen kann. Genau. Ihr Lieben, dann ziehe ich mal los, damit ich schnell wieder da bin, falls mein Mann doch telefonieren muss oder irgendwas oder ein Meeting muss oder man weiß es nie. Deswegen, ich beeile mich jetzt mal ein bisschen. So, bisher war es ein erfolgreicher Tag. Ich habe die Traumstundentasche, den Teddy mit der Weihnachtsmütze. Ich konnte sie zum Essen bis April anmelden, alle beide. Habe Hanna für heute abgemeldet, habe aber gesagt, Montag kommt sie, es sei denn. Klar, es geht ihr nicht gut. Oder Annabelle. Aber im Moment sind beide relativ fit. Hanna nicht ganz. Aber ich gucke einfach mal, wie das Wochenende jetzt verläuft. Es sind 3 Tage und dann schauen wir mal. Corona-Test haben wir gestern Abend gemacht. Uns und bei ihr, da ist nichts. Alles gut. Ja, ansonsten gehe ich jetzt nur noch zum Einkaufen. Und ich vermute ja. Also ich vermute ja, dass Hanna auch dieses RS-Virus gehabt hat, wenn sie auch nicht damit im Krankenhaus war. Aber sie hat schon irgendwas gehabt, was sehr, sehr hartnäckig war. Und das kriegen ja fast alle. Die Frage ist halt, wie schlimm es durchschlägt. Und vielleicht liegt es auch daran jetzt wieder. Hanna ist eigentlich extrem widerstandsfähig mit dem Immunsystem. Ich war ja so krank in der Schwangerschaft. Ich denke, das liegt auch daran. Sie war ja wirklich kaum krank. Aber trotz Annabelle halt im Kindergarten, ne, da war nie was. Aber unser Besuch gestern, der Kleine, also seine Mama hat mir auch erzählt, dass der Arzt gesagt hat, er wäre jetzt anfälliger auch für neue Erkältungen. Also natürlich weiß ich nicht, ob das jetzt nur ist, wenn man so extrem schweren Verlauf hatte oder ob es allgemein ist, weil ein bisschen geknapst hat Hanna ja auch, dass die Kinder einfach danach ein bisschen anfälliger sind für so erneute Erkältungen wie Schnupfen, Husten so ein bisschen. Und teilweise kann das übel klingen, hat er ihr wohl gesagt. Soll sie nicht gleich Angst bekommen. Aber es kann
wirklich übel klingen, aber das ist bei diesen kruppartigen Husten, sag ich mal, ja immer so. Der klingt ja so furchtbar. Ja, vielleicht ist Hannah jetzt auch ein bisschen anfälliger für Neuerkältungen dadurch. Wer weiß. Das passt halt. Das kommt bestimmt wieder aus dem Kindergarten. Soll jetzt keine Beschuldigung für irgendjemanden sein. Ich meine, niemand kann sein Kind zu Hause lassen, nur weil es ein, zweimal hustet oder ab und zu mal die Nase läuft. Dann wären die Kinder ja im Winter überhaupt nicht mehr draußen. Und in diesem Fall, von diesem Jahr eigentlich, seit Sommer zu Hause. Aber es ist bestimmt wieder daher, weil es ist genau wieder 2 Wochen Kindergarten und jetzt ist wieder was. Aber gut, das ist normal. Im Moment haben wir alle einen leichten Husten. Und wenn sie wirklich anfälliger sind, geht das ja so schnell. Ist halt jetzt so. Genau. Okay, so viel dazu. Jetzt kaufe ich ein und ab nach Hause, dass mein Mann in Bereitschaft sein kann und ich das Essen vorbereiten kann. Braucht ja auch ein bisschen so eine Tomatensuppe. Und vielleicht kann ich dann ja noch ein bisschen was arbeiten. Also ihr Lieben, ich gehe mal einkaufen. Ein Haul werde ich euch nicht zeigen, denn wie gesagt, ich hole Reis, ein paar Kartoffeln, frische Tomaten und Creme Fraiche für die Tomatensuppe. Vielleicht Fond für die Tomatensuppe. Dann gucke ich, ob 2, 3 Sachen noch im Angebot sind. Smoothies waren im Angebot, aber die sind meistens ausverkauft. Ist aber auch nicht schlimm. Muss sie nicht dauernd trinken, weil die so kalt sind für Bauchschmerzen. Gott, ich sehe aus. Ey, oh. Aber ich gucke einfach mal kurz durch. Und ansonsten gehen wir am Samstag nochmal einkaufen. Frischmilch und alles. Das holen wir alles. Und Wurst. Und das holen wir alles dann am Samstag. Vorm Kino wahrscheinlich nochmal oder abends, je nachdem. Gut, ihr Lieben. Ich lege mal los. Nicht nur reden, auch tun. So, hier seht ihr nochmal den Einkauf. Hauptsächlich das, was ich kaufen wollte. Ich habe die Smoothies mitgenommen, Creme Fraiche mitgenommen. Dann waren Zitronen im Angebot. Die habe ich mir mal mitgenommen. Eine Frischmilch habe ich noch geholt, weil wir haben wirklich nur noch eine, die gerade offen ist. Deswegen habe ich nochmal eine mitgenommen für Honey. Dann habe ich mal wieder hier dieses Sandwich-Eis mitgenommen, weil Annabelle das so gerne mag. Dann war Butter im Angebot. Habe ich auch mal wieder ordentlich eingepackt. Dann den Fond. Einmal Apfelmus für Honey. Reis. Die Tomaten und es war nach, ich glaube, einem halben Jahr oder so mal wieder mein Würzgemüse, mein Tomatenmark hier im Angebot. Ich habe, wie ihr seht, viel eingepackt, aber keine Angst, ist noch genug da. Und dann habe ich das hier noch mitgenommen, dieses asiatische Zeugs. Ich mag es nicht so gern, aber mein Mann nimmt es gern mit ins Büro. Einfach mal als schnellen Snack zwischendurch, wenn er dann abends noch mit uns essen will. Deswegen habe ich da auch mal ein paar mitgenommen. Okay, dann auf nach Hause. So, bei uns gibt es heute die frische Tomatensuppe. Alles schon fertig, der Reis tropft gerade ab und mein Mann ist gerade los zum Arzt. Ja, mit Arbeit war bisher nicht viel. Also mein Mann konnte ganz gut nebenbei arbeiten mit ihr. Alles gut, sie darf jetzt auch was schauen. Sie hat eine Temperatur von im einen Ohr 37 und im anderen 38,1. Also im Schnitt so eine 38. Gut. Aber sonst ist ihr Fett alles okay. Guten Morgen, ihr Lieben. Wie ihr seht, bin ich noch total im Nachtmodus. Ich habe die Haare heute einfach in die Haube getan, werde die nachher glätten und habe mir eine Gesichtsmaske drauf gemacht, und zwar die Sedox-Maske von ihr Bruder. Dazu gibt es eine lauwarme, heiße Zitrone und Hannah und mein Mann schlafen noch, beziehungsweise ich glaube, er ist schon wach. Aber Hannah schläft noch und es ist jetzt 8:45, aber sie war natürlich nachts auch mal wach. Wir haben gedacht, sie hatte Temperatur, weil sie hatte sehr, ja, wisst ihr, fiebrig warme Hände und Füße, aber gemessen war nicht. Sie hat dann trotzdem Fiebersaft bekommen, hat nochmal was getrunken und ist dann wieder eingeschlafen. Wollte erst ins große Bett, dann wieder ins kleine Bett. Aber sonst geht es ihr eigentlich gut. Also so ist sie fit, bisschen schlapp, ab und zu mal so 38 Grad, aber nur ab und zu. Wir haben es gestern tagsüber auch gelassen, haben ihr nichts gegeben. Ja, und jetzt schauen wir mal. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob sie zur Schwiegermutter gehen oder ob sie herkommt. Also eigentlich möchte Hannah lieber hin und das geht ihr an sich auch gut. Sind wir noch nicht so ganz sicher. Sie wünscht es sich halt so sehr. Der Schwiegermama macht es nichts aus. Und an sich hat sie nichts. Sie hat super geschlafen. Sie spielt, sie isst. Sie möchte halt so gerne. Sie möchte unbedingt dahin und da übernachten. Ja, mal gucken. Ich habe gerade noch ein bisschen die Abstellkammer aufgeräumt. Jetzt werde ich noch ein bisschen was arbeiten und dann, naja gut, eigentlich sollten wir schon in 1,5 Stunden losfahren. Noch ein bisschen was packen, wenn sie geht. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll. Das ist 9:15, das kommt mir vor, als ob der Tag schon rum wäre. Das bin ich gar nicht gewöhnt. Okay, ich trinke jetzt mal, arbeite dann noch ein bisschen und dann entscheiden wir mal, was wir machen.
So, wir sind wieder zu Hause. Wir haben gerade Hanna zur Schwiegermutter gebracht. Die ist fit, der geht's gut. Man merkt noch ein bisschen Schnupfen, aber ansonsten ist sie fit und sie hat sich so gewünscht, deswegen ist sie hin. Wir hatten einen solchen Spaß heute früh. Ich habe nämlich von, habe ich euch schon gezeigt, oder? Von Yepoda die Seatox-Maske drauf gemacht und Hanna hat das gesehen und wollte auch eine Maske. Also haben wir ihr auch eine Maske gemacht. Die war total begeistert. Jetzt musste ich immer ihre Haut loben, dass sie für einen Glow hat, also wie die schön leuchtet und schön ist. Ich sitze hier auf der Couch, bin mit Decke eingemummelt, habe den Laptop auf dem Schoß und arbeite jetzt noch ein bisschen. Und später gehen wir dann ins Kino, ins MTZ. Wir möchten noch ein paar Pakete wegbringen. Jetzt hat nämlich die Post schon zu, aber im MTZ, die hat länger auf, da können wir das machen. Jetzt erstmal nur noch eine Kleinigkeit und dann gehen wir los. Oh, wir wieder super Eltern des Jahres, ne? Das ist ein Missverfehler. Missverständnis? Nee, eigentlich auch nicht. Ein Fehler passiert, sagen wir so. Ich habe die Hosen für draußen eingepackt und mein Mann hat nicht mitbekommen, dass ich gesagt habe, die Jacke noch. Jetzt haben wir beide vergessen, die Jacke für sie mitzunehmen. Im Auto hatte sie nämlich so einen dicken, fetten Kuschelpulli an, den meine Eltern ihren Mädels von der Nordsee mitgebracht haben. Der ist super warm, aber keine Jacke. Jetzt will mein Mann heute Abend die Jacke noch vorbeifahren und heute bleiben sie drinnen. Das ist aber eh besser. Meine Eltern bleiben mit Annabelle heute auch drin, weil es ist kalt. Es ist so feucht, grau, eklig, kalt. Es geht jetzt kein Wind, aber... Und wir haben 3 Grad hier bei uns. 3 Grad, das ist nicht so schlimm, wie es schon mal war. Also das geht ja noch, aber es ist irgendwie kalt. Ich friere die ganze Zeit, obwohl ich einen super dicken Pulli an habe. Der ist wirklich super warm. Den hatte ich neulich an, da bin ich fast gestorben drin, so warm war mir. Ich habe 2 Paar Strümpfe an. Dicke Strümpfe habe ich drüber gezogen. Eine echt warme Leggings. Ich hatte eine dicke, dicke, dicke Winterjacke an, meine dickste Winterjacke und mir war kalt. Ich hatte kalte Füße, trotz der Axt und der Strümpfe, also heftig. Deswegen habe ich jetzt, also ich hatte nicht diesen Pulli und nicht diese Strümpfe auf dem Weg an. Ich habe jetzt die Strümpfe gewechselt, beziehungsweise noch ein paar dicke drüber gezogen und den Pulli getauscht, weil der dicker ist. Es ist so kalt, es kriecht einfach überall rein, es ist total eklig. Da haben wir auch gesagt, mit Hanna, lieber sie bleibt drin und meine Eltern bleiben heute auch mit Annabelle drin. Die spielen Schule. Das ist einfach draußen super ungemütlich heute. Also wir gehen ja eigentlich auch bei jedem Wetter, aber heute ist wirklich nicht schön. Wenn sie schon leicht erkältet sind, muss das echt nicht sein. Und ich habe auch keine Lust rauszugehen. Genau. Und als ich gestern nämlich die Beleuchtung abgenommen habe von der Terrasse, ist es so kalt gewesen. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte meine türkise, also mintfarbenen Mantel da von Camp David an, beziehungsweise von Socks. Und der ist eigentlich sehr warm. Nicht so dick, aber sehr, sehr warm. Und es müsste gehen, weil wir hatten ja, ich weiß nicht, 4-5 Grad. Und ich hatte einen Schal und meine Axt und alles gut. Und ich war so erfroren, als ich reinkam. Meine Finger waren, die waren Eisklumpen. Und als ich drin war und die Wärme kam, haben mir die Nägel wehgetan. Wahnsinn, ich bin am Baden gegangen später. Also, Wetter ist total merkwürdig gerade. Deswegen ist es okay, wenn die Kids drin bleiben. Und wir gehen dann halt ins Kino. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, mich rauszuquälen ins MTZ, aber mein Mann freut sich so drauf und ich will den Film ja eigentlich aussehen. Ich habe nur so überhaupt keinen Bock, dahin zu laufen. Auf der anderen Seite, ich freue mich auch, wird auch mal wieder Spaß machen. Genau, Strubbel lässt grüßen. Muss ich mir nachher noch ein bisschen die Haare richten, die sind total strubbelig. Aber ich werde eh eine Mütze tragen. Aber trotzdem, wenn wir schon mal weggehen, ne? Ein bisschen wenigstens. Ja, okay, Starbucks würde ich auch gerne mal wieder gehen, einfach weil ich lange nicht mehr war. Ich kann mir das im Prinzip ja alles zu Hause machen, ne? Die Kaffeemaschine, Sirup, ist ja alles da. Aber bei Starbucks schmeckt es einfach nochmal besser. Ich war ewig nicht bei Starbucks, aber das können wir erst nach dem Film machen, weil das Spider-Man geht ja auch 2,5 Stunden plus die Werbung. Da trinke ich vorher lieber nicht so einen Riesenbecher Kaffee. Genau, also dann später. Wir haben auch überlegt, dort was zu essen. Wahrscheinlich essen wir jetzt. Total Sünde. Eine Pizza. Weil Pizza ist im Angebot. Mein Mann muss gerade noch was besorgen bei Rewe. Beziehungsweise, nee, er bringt noch ein paar Pakete weg, die wir da abgeben können. Und dann nimmt er eine Pizza mit. Dann essen wir das schnell. Wir wollten eigentlich überlegen, im MTZ was zu essen. Aber wir wissen nicht so genau, was. Na, wir wissen eigentlich ehrlich gesagt nicht, worauf wir jetzt so Lust haben, dass wir Lust haben, wieder für 30 Euro zu essen. Ja, wir wollen uns auf jeden Fall nicht groß hinsetzen. Weil reinsetzen haben wir keine Lust. Draußen ist zu kalt. Und wir wissen ehrlich gesagt nicht so genau, was. Deswegen haben wir gesagt, na komm, dann essen wir jetzt das und freuen uns aufs Kino und gehen später nochmal zu Starbucks. Ja. Und ich werde jetzt noch ein bisschen was arbeiten. Viel habe ich natürlich noch nicht geschafft. Heute Abend werde ich noch weitermachen. Aber ich tue jetzt mal ein bisschen was und dann geht's ab ins Kino. Ich freue mich schon. Hallo meine Lieben. Wir sind heute tatsächlich das erste Mal seit ich weiß nicht wie lange im Kino, in mein Taunus-Zentrum.
Übrigens noch 2G, ab morgen 2G plus. Wir haben ja Booster, kein Problem. Wir testen gerade Komfortsessel. Und wie ist der Komfortsessel? Sehr geil. Was möchtest du denn haben? Popcorn. Was für Popcorn? Ein Getränk oder nicht? Guck ich gleich. Ich muss erst den Sessel austesten. Oh, cool. Die sind nicht schlecht, weil da sitzt man echt sehr bequem. Wer bist du? Lecker. Mal sehen, wie lange das hält. Ich bin mal gespannt, ob wir es diesmal schaffen, dass die Werbung vorbei ist, bis das Popcorn leer ist. Richtig. Weiß ich aber noch nicht. Ich finde es ja krass, dass der Eistee kleiner geworden ist. Jetzt gibt es tatsächlich nur noch das hier. Klingt lecker. Das ist ja auch kein Liter mehr, sondern nur noch, wie viel? Was ist das? Was ist das? 33 hier, gar nichts ist das. Tatsächlich haben wir Maskenpflicht am Sitzplatz. Und wann dürfen wir sie abnehmen? Zum kurzfristigen Verzehr unserer Snacks. Also es ist jetzt sehr wichtig, dass wir über 149 Minuten snacken. Genau. Das ist jetzt die Kunst. So, immer so. Oh ja, sag mal. Schön genießen. Ja, nicht schlingen. Kauen. So, deswegen sind wir nicht hier, aber es geht tatsächlich in die nächste Runde, dass ich das noch erlebe. Die Karten verwerfen, lass uns ins Scream gehen. Morgen. Da stand ein Poster, es ist immer jemand, den du kennst. Sehr gut, natürlich. Es muss meine Frau sein. Stellen, zeig her. Boah, der vibriert. Ja. Jetzt werden wir mitgeschüttelt. Du hast unsere Brillen, gell? Richtig, läuft eigentlich. Läuft in deiner Jacke. Oh Gott, schnell her damit. Die Box sitzt. Wahrscheinlich werden wir die ganze Zeit durchgeschüttelt. Ja, wir werden durchgeschüttelt. Für manche vielleicht ein alter Hut. Für mich nach 2 Jahren Kinoabstinenz eine Weltneuheit. Kau dein Popcorn, okay? Schling nicht so. Das klatscht keinen, das war kein Beifall. Na, hier, ne? Man muss sich ja Zeit lassen, läuft immer noch Werbung. Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich auf. Grindelwald reißt sie durch Hass auseinander. Wenn wir ihn besiegen wollen, dann müssen sie mir vertrauen. Dumbledore hat mich gebeten, dir etwas zu geben, Jacob. Warte, du machst Witze, oder? Unser Krieg gegen die Muggel beginnt heute! Darf ich? Ich will euch sagen, dass ich... ich weiß wirklich nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich, Peter, ich will, dass ihr wisst, dass ich... Du weißt doch, dafür sind wir da. Ja, sagen, wie du den Film fandest. Großartig. Großartig? Großartig. Gute Effekte? Ja. Wie ist der Rüttelstuhl? Super, aber muss man nicht immer. Laut, ne? Dieses, wie heißt dieses Dolby Surround? D-Atmos. D-Atmos und wie heißt die Sitze?